Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part der Trainerkarriere Part 24. Sind wir inzwischen schon nach dem DFB-Pokalspiel beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne, gegen Ingolstadt. Geht es heute weiter mit der Liga und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an euch, denn ihr seid fleißig am Kommentieren, was die Frage anbetrifft. Mit welchem Team sollen wir in FIFA 16 eine Trainerkarriere starten? Die Trainerkarriere in FIFA 15 kommt ja richtig, richtig gut bei euch ein und deswegen würde ich mich natürlich freuen, auch euch alle bei FIFA 16 begrüßen zu können. Aktuell sieht es so aus, denn wirklich viele Vorschläge sind schon eingegangen und ich denke, da wird sich auch der ein oder andere Verein dann wieder in der Abstimmung finden lassen und ja, wartet einfach ab, kurz vor FIFA 16 oder vielleicht schon ein bisschen eher wird eine Umfrage gestartet bezüglich der FIFA 16 Trainerkarriere und dann werdet ihr dort abstimmen können, mit welchem Team ihr gerne eine Karriere sehen würdet. Gehen wir aufs Gameplay ein. Erstes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, 45. Minute, 2-0 hinten. Yay! Richtig toll. Nee, ich glaube, das war einer der Episoden, in denen ich jetzt spielerisch, möchte ich sagen, spielerisch nicht so auf dem Damm war. Denn ich habe schon bis Part 27 aufgenommen, genau, und ja, da war der Part 24 jetzt einer der Episoden, wo ich jetzt sage, gut, spielerisch, man hätte ein bisschen mehr rausholen können. 2:1 in der 58. noch genügend Zeit, um aus dem Ding noch irgendwas zu machen. Gladbach ja auch eine der stärkeren Mannschaften. Ja, ihr seht, wir sind in der 90. Minute. Dann hat der Embolo nochmal eine Chance mit links, einem schwachen Fuß, aber Jan Sommer hält leider. Und somit verlieren wir das erste Spiel, 2-1. Ist natürlich ärgerlich, aber trotzdem sind wir in der Tabelle noch top positioniert. Also für das, dass wir aufgestiegen sind, kann man da eigentlich echt nicht viel sagen. Ja, was ich auch schon mal vorwegnehmen kann in diesen Parts, die ich jetzt im Voraus aufgenommen habe, also bis zu diesem besagten Part Nr. 27 der Trainerkarriere, war auch schon die Transferzeit. Und jetzt werden sich vielleicht einige fragen, ja, was soll das denn? Hä? Bist du bekloppt? Da können wir ja gar nicht mitreden, was die Community vielleicht gerne sehen möchte. Freunde, ganz ruhig. Es gab auch nicht so viel, was ich jetzt ändern wollte. Das Einzigste, was ich wollte und was ich eventuell auch geschafft habe, ist mein Mittelfeld ein bisschen aufzurüsten. Nicht mehr, nicht weniger. Ich hatte da auch schon genaue Vorstellungen, wer kommen soll. Von dem her habe ich gedacht, ist das jetzt nicht so wirklich wichtig. Man hätte es machen können, ja, das ist klar. Aber ich war auch, und das muss ich auch ganz ehrlich gestehen, zu diesem Zeitpunkt irgendwie so drauf und dran, die Trainerkarriere aufzunehmen. Ich hatte so Bock darauf, dass ich mir gedacht habe, gut, komm, du weißt eh, welche Spieler du ranholen möchtest. Von dem her ist das jetzt, denke ich mal, kein so ein großes Thema und wie gesagt, es ist halt auch nicht wirklich viel passiert. Genau, kommen wir zum zweiten Spiel, das auch schon wieder vorbei ist. Es ist gegen Fortuna Düsseldorf, gewinnen wir 1-0, das heißt die nächsten 3 Punkte, was die ja, Tabellenposition anbetrifft. Denn wir sind immer noch Platz 1 vor den Bayern, allerdings ja, schwindet unser Vorsprung von Episode zu Episode. Nicht so toll, Freunde, ist nicht so toll. So, und jetzt kommen wir gegen mein Hassteam in dieser Karriere. Warum sage ich das? Hamburg, ich weiß nicht wieso, aber in dieser Karriere, die spielen so, dass ich keine Chance habe. Gegen Hamburg sehe ich einfach geil Land. Es ist, ich kann es mir selber nicht erklären. Wirklich, immer dieses System der Hamburger. Ich kann probieren, was ich möchte. Ich komme nicht dadurch. Ich kann spielen, wie ich will. Ich kann passen, wie ich will. Ich kann schießen, ich kann flanken. Ich kann weiß, was ich was machen, wie ich es möchte. Ich habe einfach keine Chance gegen dieses Team überhaupt mal annähernd irgendwo ranzukommen. Wir schreiben die 64. Minute, Lasogga vor dem Tor und Karius, der eigentlich einer der besten Spieler in diesem ganzen Team ist, ungelogen. Sieht hier leider chancenlos aus und womit steht es 2:0, 80. Minute jetzt. Er bleibt sich mal wieder auf dem Weg, Weiser eingewechselt, schießt und da ist das. 2:1 in der 80. Minute und das ist fast die gleiche Situation wie vorhin gegen Gladbach, nur mit ein bisschen weniger Zeit. Aber können wir das Ding hier noch ruppen? Weiser wieder am Ball, spielt hier auf Kischner, kommt ein bisschen lucky an Ball, probiert das Ding im Kasten unterzubringen, aber er schafft es nicht. Ach, Freunde, ja, wie gesagt, die Episode, das war jetzt nicht so der Burner.
Leider nur ein Sieg, zwei Niederlagen, aber hey, wir müssen immer eins beachten. Wir sind Aufsteiger, in unserem Team hat keiner... Ja, doch. So viel zum Thema. Haben gerade mal zwei eine Wertung von 76. Ich wollte gerade schon sagen, keiner hat eine Wertung über 74. Bis mir dann eingefallen ist, dass wir noch Sabitzer und Bruno im Team haben. Aber gut, Freunde, das passiert. Das passiert. Aber generell, wir haben ja auch noch ein paar 60er im Team rumrennen. Von dem her, immer langsam machen. Ne? Ein bisschen mal einen Gang zurückschalten. Die ganze Sache auch mal so betrachten. Für das, dass wir aufgestiegen sind, befinden wir uns in einer exzellenten Position, möchte ich gar schon sagen. Und wir gucken uns kurz die Tabelle an. Wir sind mit Bayern jetzt sogar schon punktgleich aufgrund der mehr erzielten Tore, die wir aktuell noch haben, weil die Tordifferenz ist ja gleich, sind wir trotzdem noch Tabellenführer. Dortmund hat auch schon 32 Zähler, also es spitzt sich an der Spitze zu. Mal sehen, was passiert, Freunde. Gut, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.